LOL. Yay! Mittwochs zu Tisch. Hallo Gartenbau-Freunde! Herzlich willkommen zurück zu FLOL Mittwochs zu Tisch, dem Format, wo ich mittwochs an meinem Küchentisch sitze und mit euch über Themen rede. Im Video geht es einfach um Fuchsien. Es war ein Zuschauerwunsch von der Weiße Wolf. Einfach mal ein kleines gärtnerisches Thema. Nicht ein Thema, ich teste XY oder ich backe irgendwas. Einfach mal mittwochs auch mal wieder ein gärtnerisches Thema. Die Fuchsien, die ihr so im Supermarkt oder auch im Gartencenter Gärtnerei kaufen könnt, sind Sorten oder beziehungsweise Hybriden aus Wildarten. Es ist nicht mehr viel Natürliches dran an diesen gekauften Fuchsien. Da wird seit dem 17. Jahrhundert relativ stark rumgezüchtet. Bekannt wurden die Fuchsien im 16. Jahrhundert. Sie wurden entdeckt von einem Leonard Fuchs, der ihnen halt auch den Namen gegeben hat. Die Wildarten der Fuchsien kommen ursprünglich aus Mittel- und Südamerika und brauchen dementsprechend auch einen gewissen Standard bei euch zu Hause. Darum geht es auch in diesem Video. Wie pflegt ihr eure Fuchsie? Welchen Standort müsst ihr anbieten und so weiter und so weiter. Botanisch sind die Fuchsien, die botanisch auch Fuchsie heißen, verholzende Halbsträucher bzw. Sträucher. Das ist der Grund, warum von Fuchsien auch so halb- bzw. Hochstämme gezogen werden können, weil die halt von Haus aus verholzen. Es sind aber auch ideale Pflanzen für den Balkonkasten bzw. ganz typisch, muss ich sagen, Ampelpflanzen. Ein bisschen so eingestaubt, ein bisschen so mit einem leichten Oma-Touch, finde ich, aber eigentlich schon ziemlich wunderschön. Die Blätter der Fuchsien sind entweder so ein bisschen länglich bzw. oval und leicht gezähnt und haben entweder so einen rötlichen Touch oder halt sind sattgrün. Die Blüte der Fuchsien ist wirklich, wirklich außergewöhnlich. Haben zweifarbige Blütenstände, die Kelchblätter, vier davon meistens an der Zahl, sind meistens andersfarbig, schauen halt so aus, wie ich sie jetzt einblende. Und die Kronblätter sind meistens so röhrenartig, schauen fast so aus, als würden sie miteinander verwachsen sein, aber sind Einzelblütenblätter und haben meistens eine andere Farbe und drunter kommen halt sehr dekorativ die Staubgefäße raus. Schaut super interessant aus. Ich finde die Blüte sehr, sehr, sehr außergewöhnlich und mag die eigentlich ganz schön. Gerade die Blütenfarben sind halt schon auch kräftig. Können violett, lila, rosa, altrosa sein. Es gibt auch so rot-blaue Sorten. Nur gelb-orange bietet das Sortiment der Fuchsien eben nicht. Fuchsien sind kälteempfindlich, deswegen pflanzt eure Fuchsien so in Kalenderwoche 20, die wir jetzt rein zufällig diese Woche haben, so vom 11.05. bis 15.05. Erst danach, nach den sogenannten Eisheiligen, nach der kalten Sophie, pflanzt ihr eure Fuchsien raus. Ganz praktisches Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es war am Sonntag noch relativ warm und heute ist halt mit 4 Grad und Dauerregen relativ scheiße das Wetter und es sind ganz typisch die Eisheiligen. Es ist so typisch wie die Eisheiligen, dass mir eigentlich fast eine abgeht, weil ich es so an für sich so typisch finde und irgendwie auch ganz cool an für sich finde. Und auf jeden Fall, irgendwann nächste Woche sollten die ganzen Nachtfröste vorbei sein, da könnt ihr dann eure Fuchsien rauspflanzen. Draußen bei euch auf dem Balkon oder Terrasse sollte der Standard für die Fuchsien warm sein, heiß sein, kann hell bis sonnig sein, aber sie können auch den Halbschatten. Im Halbschatten blühen die Fuchsien nicht so ganz üppig, in der Sonne müsst ihr das ja ein bisschen anpassen. Dann sind sie insgesamt sehr viel kräftiger, ein bisschen kompakter vom Wuchs, weil einfach die Pflanze gedrungen wird, aber sehr viel blühfreudiger. So eine Fuchsie wird maximal 30 cm im Durchmesser und möchte schon Wasser haben. Im Hochsommer würde ich so jeden zweiten Tag gießen,
Hat aber definitiv nicht den Wasserbedarf von der Petunie, die wirklich so riesig werden kann. Düngung ist relativ einfach bei den Fuchsien. 14-tägig mit einem Blumendünger, könnte man sagen, Blühpflanzendünger düngen. Flüssig am besten, dass das direkt sofort in deren Venen geht, sozusagen. Die Fuchsien blühen in der Regel bis zum Herbst, bis Oktober und müssten in der Regel nur von euch ein bisschen ausgeputzt werden. Klar, das Verblühte ein bisschen wegzuppeln und wichtig ist auch die Kapseln, die Früchte der Fuchsien auch entfernen, weil da geht halt viel Kraft rein und dann blühen die halt nicht so üppig. Dann noch die letzte Frage. Ja, kann man Fuchsien überwintern? Ich habe euch was rausgesucht, DENA-Angebot. 2,49 für eine relativ gute Pflanze. So eine Fuchsie kostet halt 2,49 und ist eigentlich ein Wegwerfprodukt, ähnlich wie Geranien. Klar, ich verstehe es auch, ich verstehe euch auch. Wenn ihr sagt, ihr möchtet eure Fuchsien zu Hause quasi überwintern, könnt ihr gerne machen. Bei manchen außergewöhnlichen Sorten macht es mit Sicherheit Sinn. Aber bei den Sorten, die wir jetzt bei DENA, Kölle, Thum, Hagebau, was auch immer kaufen könnt, macht es halt keinen Sinn. Das sind Standardsorten, die findet ihr nächstes Jahr auch wieder. Dann gibt es noch bei den Fuchsien, ähnlich wie bei Pelargonien, eben hängende Sorten, die halt idealer geeignet sind für einen Balkonkasten bzw. Blumenampel. Und es gibt stehende Sorten und die stehenden Sorten könnt ihr zum Beispiel auch in ein Blumenbeet pflanzen oder auch auf dem Friedhof pflanzen als Grabbepflanzung. Funktioniert an für sich sehr gut, schaut halt auch wirklich sehr adrett aus. Ja, und das ist im Prinzip das Video zur Fuchsie. Ich gucke nochmal kurz aufs Skript, habe ich nichts vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gefällt euch so ein Video? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr ebenfalls einen Zuschauerwunsch? Schreibt ihn ebenfalls in die Kommentare. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Haut's rein. Wir sehen uns beim Hauptvideo. Ich guck. Haut's rein. Ciao. Bis bald.